Ja, bei mir ist jetzt einer der aufstrebenden Jugendspieler in Österreich, kann man sagen, Arthur Schütz. Arthur, wie bist du zum Dartsport gekommen und wo war das? Wie war das? Erzähl mal ein bisschen. Naja, wir hatten, wie ich klein war, in unserem Haus eine Dartscheibe hängen und ich war immer sehr begeistert als kleines Kind beim Spielen. Und als ich dann auch im Fernsehen gesehen habe, die Profis und der Mensur Suljovic, wie er performt hat, habe ich dann entschieden, ich möchte auch eine Stil-Dartscheibe haben und dann auch habe dann in der Corona-Zeit sehr viel gespielt, dann auch täglich und so, und mit so dazu gekommen. Jetzt ist es deine zweite Staatsmeisterschaft. Wie war es denn letztes Jahr? Wie war die erste? Was war das für eine Erfahrung? Ja, meine letzte Staatsmeisterschaft war tatsächlich vor 2 Jahren. Da war ich halt noch ein Anfänger und wollte einfach die Erfahrung sammeln, bei einer Staatsmeisterschaft zu spielen. Und da ja, bin ich in der Gruppenphase ausgeschieden, habe nicht wirklich viel gespielt, aber es war eine gute Erfahrung. Und jetzt bist du weiter. Soweit ich weiß, gab es auch schon den ein oder anderen Erfolg. Stichwort ÖDV Youth Challenge. Was hat dazu geführt, dass du besser geworden bist, dass du jetzt ja, schon auch zu den besten Jugendspielern in Österreich gehörst? Ja, einfach tägliches Training und auch Training im mentalen Bereich, das hat mich sehr weitergebracht. Und jetzt ja, fühle ich mich auch sehr wohl in meinem Verein und dann geht es schnell voran. Und dann möchte ich dich abschließend natürlich noch fragen, was hast du dir jetzt für diese Staatsmeisterschaft vorgenommen? Vor 2 Jahren warst du Anfänger und was kommt jetzt? Ja, ich habe mir selber sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich denke, gut, es geht darum, einfach Spaß zu haben und zu schauen, dass man das, was man kann, auf die Scheibe bringt. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Das ist eine diplomatische Antwort, aber sie genügt mir. Ich wünsche dir viel Erfolg fürs Wochenende und danke dir für das Gespräch. Arthur Schütz. Danke.